Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Hunter Call of the Wild. Wir sind immer noch an dem See und den Elch habe ich leider irgendwie nicht mehr gefunden. Ich habe keine Ahnung, jetzt hat hier hinten aber irgendwo ein Wapiti gecallt, da kommt er auch schon. Aber der Elch ist leider nicht mehr aufzufinden. Das ist ein bisschen blöd. Ich gucke jetzt gleich nochmal, aber ich sehe da schwarz. Und auch der war wieder scheiße getroffen, ne? Ach ja. Bin doch irgendwo hier angeschossen am Wasser, das weiß ich. Muss hier gleich nochmal alles absuchen, glaube ich. Wenn ich Glück habe, ist hier auch irgendwo die Elchspur. Finde ich die denn irgendwie? Ich bin mir sicher, der muss down sein, weil der war mit mal verschwunden. Ist einfach weg. Das kann meiner Meinung nach nur ein Treffer gewesen sein und dass der denn liegt, aber. Tja, das kann ich halt nicht genau sagen. Ah, doch, da liegt der Wapiti. War nicht mehr so weit gekommen. Er war aber nicht ganz so doll getroffen. Also ich war ja hier irgendwo. Ich glaube, hier habe ich mich irgendwo hingelegt. Hier, glaube ich, ne? Habe ich hier so lang geguckt? Denn war da der Hirsch und da der Elch? Irgendwo. Aber ist die Frage, wo? Wo habe ich diesen scheiß Elch angeschossen? Ich bin der Meinung, der muss hier noch irgendwo liegen. Muss er einfach. Aber ich finde keine Anschussspuren, gar nichts, nichts. Nada. Wo blökert jetzt wieder der Elch rum hier? Habe ich doch gerade wieder einen Elch blöken hören. Ich verstehe hier gar nicht mehr. Aber wo ist der? Man sieht hier auch keine Spuren und nichts.
Ich meine, doch, man sieht hier Spuren, aber nicht von dem Elch, den ich angeschossen habe. Weil das war ein männlicher, das weiß ich. Und das ist alles halt der weibliche Elch und den habe ich nicht angeschossen. Oh, keine Blutspuren, nichts zu sehen, obwohl ich der Meinung bin, dass ich der nachher umgefallen ist, weil der mit meinem einfach, ne? Aber den werde ich, glaube ich, eh nicht mehr finden. Noch ein weiblicher Elch. Nicht mehr aufzufinden, ne? Das ist total komisch. Obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass der hier irgendwo eiern muss, ey. Ah, liegt da nicht was? Nee. Ach Mann, ey. Ah, irgendwo hier in dem Umkreis. Na, hier habe ich alle Spuren durchsucht. Hier ist keine Spur bei. Das ist komisch, ist ja einfach durch den Boden gerutscht oder was? Ich habe keine Ahnung. Hier ist doch eine Blutspur. Ich habe doch eine Blutspur gefunden. Ah, ich habe doch eine Blutspur gefunden, Mensch. Sag doch, ich habe den getroffen. Wusste ich doch. Auch wenn er ein Scheißtreffer war, aber ich habe ihn getroffen. War das ein Wapiti? Jetzt so verguckt? Bin der Meinung, ich habe da einen Elch gesehen, ne? Aber okay. Elch geschossen oder nicht? Ist mal ganz im Ernst. Komisch, ja. Läuft jetzt noch ein Dings, Ein Kojote kläfft hier jetzt auch noch rum. Naja, den scheißen wir auf den Elch. Ich finde den halt nicht. Was soll ich machen? Kann hier halt auch nicht stundenlang suchen. Das macht keinen Sinn. Dann suche ich hier 4 Folgen irgendein Tier. Hat er halt Glück gehabt oder verfault irgendwo. Keine Ahnung. Klingt zwar ein bisschen hart jetzt, aber. Was soll ich machen? Zulig Mucken. Ist doch nicht sein Ernst. Ist der hier hin und her gerannt oder was? Na geil, das kann aber werden hier.
Heftig, hier sind die ganzen Spuren von dem Vieh, Alter. Ach ja, Freunde. Das andere Vieh werde ich wohl nicht mehr finden. Auch nicht tödlich getroffen. Laufen wir einfach mal hier nochmal weiter. Vielleicht finden wir ja da hinten was Schönes. Da sieht das richtig gut aus. Oh, da kommt nochmal ein See. Das ist ja immer vielversprechend, so ein Probeteich. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Tierchen. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit unserem Level? Mal gucken hier. Codex. Jäger. Profil. Ah, fast Stufe 22. Läuft doch, Freunde. Der Wind, der sieht auch langsam gut aus. Der zieht uns auch nicht mehr genau den Rücken lang. Ach doch, hier sieht es richtig nach einem schicken Elchgebiet aus, muss ich mal ehrlich sagen. Oder vielleicht auch ein paar Schwarzbären. Aber lassen wir uns mal überraschen, Freunde, wa? Wo uns der schöne Weg hier hinführt. Erstmal ein bisschen gucken, dass wir freie Fläche kriegen und dann haben wir ja gut Sicht. Werde erstmal versuchen. Roller freizuschalten. Und dann geht das los. Guck an, da kommt mir doch schon mal entgegengehoppelt. Hier werde ich auch nächstes Mal hingehen, wenn ich den Bärencaller habe. Dann call ich einfach wie bescheuert hier. Und wenn ich Glück habe, locke ich zwei Bären raus. Und dann machen wir das Foto und dann haben wir das auch fertig. Klingt doch nach einem Plan, oder? Guckt an. Schwarzwedel sehr leicht. Extrem leicht, ja, was heißt das? Sieht aber fast schon aus wie so ein goldener.
Der hier, oder? Oder hat der ein größeres Geweih? Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ne? Ob der hat ein größeres, ne? Ja, der hat ein größeres, das sehe ich. Schleichen wir uns einfach mal ein bisschen ran. Versuche den im Kopf zu schießen. Und wenn wir Glück haben, haben wir schon die erste Goldtrophäe hier, Freunde. Aber auch schon wieder die nächste Mission fertig. Oder ist doch das Geweih größer? Jetzt sieht das doch größer aus. Heißt, er hat sehr leicht. Und sehr leicht, ja. Das sind alles drei Männchen. Der hat das größte Geweih, glaube ich, fast. Oder? Ja. Der hat das größte Geweih da. Also jetzt habe ich total den. Blick verloren. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich den schießen kann. Nee, das ist zu weit weg noch. Bleib mal bitte stehen. Nee, da traue ich mir irgendwie nicht. Ich habe keinen Bock, dass ich mir das versaue. Ja, wo ist er hin? Scheiße, wo ist der Hirsch hin? Oh nein, wo ist er hin? Fuck, wo ist der Hirsch hin? Freunde, da tut mir jetzt leid, ich glaube, ich habe den Hirsch verloren. Ich call jetzt nur der Kleinste, ne? Das ist so zum Kotzen. Ach, schade, Mann. Sehr leicht, extrem leicht. Ah, gucken wir mal. Okay, liegt auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass das ein goldener ist. Ehrlich zu sein. Gold würde es nicht sein. Aber naja, wir gucken mal. Zumindest weiß ich, wo ich denn mal gucken kann. Hier könnte das. Ach, hier könnte das recht.
Die Wahrscheinlichkeit sehr groß sein, dass man hier Goldhirsche findet, weil der sieht, sah ja wirklich nur nicht so klein aus. Ich weiß nicht, ob das der ist, den ich jetzt die ganze Zeit im Blick hatte. Glaube ich aber fast nicht. Ah, ist nur Silber. Ah, es ist schade, es ist schade, es ist schade. Ich glaube, ab 800 sind die Gold, oder? Ist ja gar nicht. Aber egal, Freunde, damit beenden wir die Folge und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Freunde. Tschüss.